Willkommen bei Home Cooking mit Konstantin Filippo. Ich mache heute ein griechisches, vegetarisches Gericht und zwar Zucchini Keftedes mit einer Kräuter Bulgur Bowl. Und jetzt machen wir gleich mal die Keftedes. Also, geraspelte Zucchini. Parmesan. Kräuter. Petersilie. Und Minze natürlich. Das Ganze gut vermischen. Ein bisschen Salz. Und natürlich brauchen wir ganz ein bisschen einmal. Und dass wir eine schöne Bindung drinnen haben, ein Ei. Alles schön unterrühren und natürlich ist natürlich herrlich mit den Kräutern und dem Parmesan. Das wird ein super Gericht. So, jetzt erhitzen wir unsere Pfanne. Ein bisschen Olivenöl. Da ein bisschen mehr natürlich. Alles gut durchmischen. Wenn Sie einen Ring daheim haben, nehmen Sie einfach so einen Ring. Und sonst kommt es einfach ganz normal rein. Schauen Sie. Dann bleibt es schön in Form. Einmal. Zweimal. Das schaut schon super aus. Ein bisschen Butter dazu. Basilikum mitgarn. So. Ein bisschen Hitz geben, damit der Basilikum auch schön ein bisschen angart und voll sein Aroma entfalten kann. Genau, Basilikum oben drauf. Dann gleich eine schöne Garnitur. Die sind jetzt fertig. In der Zwischenzeit richten wir unseren Salat her. Unseren Bulgursalat. Einfach so alles in die Schüssel geben. Die Tomaten dazu. Die Gurken. Pinienkerne. Kürbiskerne, Petersilie. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen roten Zwiebel, zwecks und Knack. Da schneiden wir uns einfach ein paar Streifen runter. Die Zucchini Keftedes auf unseren Bulgursalat. Einmal, zweimal. Wie gesagt, den Bulgur einfach nur 5-6 Minuten kochen, dann ist er fertig. Die Zwiebeln roh drauf, das Garnitur. Petersilie. Und Olivenöl. Zum Schluss geben wir noch ein bisschen Zitrone, zwecks der Frische. Und natürlich Zitrone gerieben. Schauen Sie wirklich bitte, dass es eine Bio-Zitrone ist, sonst ist das Ganze nicht genießbar. Ich finde, unser vegetarisches griechisches Keftedes-Gericht mit Bulgur Bowl ist wirklich toll geworden. Lasst es euch schmecken.